Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Korn, und wir sind zurück bei The Binding of Isaac Rebirth und wir gehen ins Spiel. Und wir spielen heute mit dem Zufall, denn ich glaube, vor zwei Parts haben wir Isaac gespielt, letztes Mal haben wir Eden gespielt. Heute spielen wir Zufall, morgen spielen wir Eden, dann spielen wir Isaac, dann spielen wir Eden. Wir machen jetzt wieder die alte, herkömmliche Rotation, weil das einfach cooler ist. Und wir haben Lazarus bekommen. Lazarus ist ein cooler Typ, da können wir uns umbringen für ein Damage-Up. Das ist alles eine richtig gute Sache. Und vielleicht kriegen wir hier AP-Ups. Ne, kriegen wir nicht. Das ist nicht so schlimm. Weil dann hätte ich überlegen müssen, ob ich das mitnehme oder ob ich mich umbringe. Wahrscheinlich hätte ich mich dann umgebracht. Zumindest auf dieser Ebene dann halt irgendwann mal umgebracht. Wir sind hier auf der Basement 1 Ebene. Bedeutet, wir haben keinen Devil Deal. Wir können mit unseren Herzen verschwenderisch sein, wie wir wollen. Das ist erstmal kein Problem, solange wir natürlich nicht sterben. Und dann bin ich gespannt, was im ersten Goldraum auf uns wartet. Da ist er. Oh, auf dem Weg zum ersten Goldraum haben wir nochmal einen richtig vollen Raum bekommen. Ah, sollten wir auch hinkriegen. So. Das ist alles kein Problem. Das ist alles kein Problem, Leute. Ja. So ist das Leben, ne? Wupsa. Wupsa, schwupsa, schwupsa, dupsa. So, wir kriegen Little Steven. Das ist, ja, es ist okay. Meine Güte, meine Güte. Er gibt schlimmere Pickups im ersten Goldraum. Ja, das ist durchaus richtig. Deswegen will ich mich da gar nicht beschweren. Es ist ein bisschen extra DPS. Vor allen Dingen am Anfang wird es uns wirklich gut helfen, wahrscheinlich. Einfach Damage zu machen. Vielleicht gehen wir jetzt auch direkt zum Boss. Ja, ich denke schon. Wir kriegen Monstro. Ist ja eine Basement-Ebene. Da kannst du eigentlich nicht viel falsch machen. Ab zum Boss. Gucken, was du kriegst. Wenn wir jetzt hier ein HP-Up kriegen, nicht einsammeln. Na, da muss ich mich auch nochmal selbst dran erinnern. Nicht einsammeln. Auch wenn es blaue Herzen gibt, nicht einsammeln. Einfach liegen lassen. Und ansonsten können wir alles mitnehmen. Wir haben keinen Würfel. Von daher müssen wir da auch auf nichts Rücksicht nehmen. Wir können einfach nehmen, wenn es uns lieb ist. Mal schauen. Und wir kriegen... Trommelwirbel bitte. Ach, da könnte eine AP-Up bei sein, aber... Na, oder eine Balls of Steel Pille. Oh, come on, ey. Natürlich ist da jetzt eine Balls of Steel Pille bei. Und eine AP... Ah, okay. Wir bringen uns nicht um. Ach man, ey. Also, in 90% der Fälle ist da nichts bei, was du haben willst. Aber ausgerechnet jetzt ist natürlich alles dabei. Ich hätte gerne eine Bombe oder zwei. Das wäre noch besser. Noch eine Balls of Steel Pille. Jetzt kann man wieder drüber reden, ob wir uns vielleicht doch umbringen. Das ist schwierig. Habt ihr gesehen? Ich habe ein leeres rotes Herz, aber ich bin dem roten Herz einfach ausgewichen. Ich weiß nicht warum, das ist so ein Reflex. Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt zwei blaue Steine und leider keine einzige Bombe. Ich bin schon wieder ausgewichen. Ich denke, wir gehen mal weiter. Behalten die Balls of Steel Pille für den Moment, wenn wir uns umbringen wollen. Und gehen jetzt so weiter, weil dann können wir im Devil Deal vielleicht mehr nehmen. Wir können uns vielleicht im Devil Deal direkt umbringen. Und so weiter und so fort. Ja, da gibt es einfach Möglichkeiten, die sich da ergeben können. Wobei, wenn wir Judas Shadow kriegen, dann weiß ich nicht genau. Na, egal. Müssen uns halt einfach zweimal umbringen. Ist ja kein Problem. Also im Großen und Ganzen, wie gesagt, wenn wir uns im Devil Deal umbringen, wir stehen ja auch sofort im gleichen Raum wieder auf. Das heißt, wir haben dann einfach eine Option mehr auf den Devil Deal. Aber wir haben ja auch vier rote Herzen. Also dementsprechend, wie gesagt, wir stehen ganz gut da. Wir gucken einfach mal, wie es läuft. Hier ist ein blauer Stein. Ein goldener Schlüssel ist auf jeden Fall auch eine gute Sache. Und dann kriegen wir schon alles irgendwie hin. Kriegen da schon gerissen hier. Ne? Okay. Kein Geheimraum. Wahrscheinlich war da an der Stelle kein Geheimraum. Kann natürlich auch sein, dass die Bombe nicht getroffen hat. Aber wie dem auch sei. Wir schauen einfach mal weiter. Weiter, weiter, immer weiter. Der 3-Dollar-Bill, das ist ein bisschen, ein bisschen Zufall und so weiter. Aber kann man mitnehmen. Wir haben zum zweiten Mal Proptosis. Okay, nice. Wir haben die Bombe für den blauen Stein. Aber wir gehen erstmal weiter. Ist jetzt erstmal nicht unbedingt notwendig, dass wir da großartig jetzt was bomben. Ich meine, können wir später immer noch. Hinterher nehme ich nur aus Versehen die blauen Herzen auf, ja. Ich sehe es doch schon wieder vor mir. Naja. Ansonsten hoffe ich auf einen Devil Deal. Ich weiß, Angel Deals, da schreien immer alle nach, aber... Ja. Wofür? Wofür? Wenn es ein guter Devil Deal ist, da ist der Balls of Steel Pille drin. Nice to know. Wenn es ein guter Devil Deal ist, dann nehme ich den mit, meine Güte. Ja. Kenne ich nichts. Wir haben noch ein halbes blaues Herz, also da müssen wir auf jeden Fall aufpassen.
dass wir es jetzt nicht verkacken. Wir haben wieder eine Basement-Ebene. Relativ selten, dass man Doppel-Basement bekommt. Aber für uns eigentlich relativ gut. Und, oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, wir kriegen das Einfachste der Einfachsten. Ja, wir kriegen Piercing-Shots durch Rainbow-Tiers. Plus den Typen da. Und wir sind trotzdem fast dran verreckt. Würde ich jetzt so sagen wollen, verreckt, ne? Ja, wir nehmen beides mit, sind beides gute Items, ja, das eine ein DPS-Upgrade, das andere gibt uns Pickups und dann bringen wir uns einfach um. Wir haben eine Bolts of Steel-Pille, wir haben einen blauen Stein, wir haben noch ein blaues Herzchen hier, wir haben, wenn wir noch zwei Münzen finden, ja, dann haben wir auch noch, im Shop, da oben ist der Shop, genau, haben wir im Shop auch nochmal eine Bolts of Steel-Pille, das heißt, wir können hier HP-technisch gleich durch die Decke gehen. Je nachdem, wie es läuft. Man, oh. Ja, nehme ich mit. Ist auf jeden Fall noch okay hier in dem Stadium, in dem wir uns gerade befinden. Können wir uns rote Herzen auf jeden Fall erlauben. Der Small Rock ist gerade in der Situation auf jeden Fall das viel, viel bessere Pickup. Ja. Wir brauchen gerade keine blauen Herzen. Der Small Rock ist einfach gigantisch gut. Das ist ein Damage-Up, wird uns unfassbar weiterhelfen auf der nächsten Ebene. Richtig nice. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir noch irgendwo Feuer kaputt schießen können. Ich hätte echt gerne diese Bolts of Steel Pille. Die würde das Ganze nochmal auf ein neues Niveau heben. Es ist nicht so schlimm, wenn wir sie nicht kriegen. Aber es wäre schon ganz nice eigentlich. Wir haben auch keine Bomben mehr, um eventuell was rauszusprengen. Ja, das war fast klar, ne? Okay, wir haben eine Bombe, aber... Wir nehmen die Bombe mit und gehen. Ja, wir nehmen die Bombe mit und gehen. Wir lassen den Donation-Apparat in Ruhe. Ich meine, wir haben, glaube ich, jetzt zwei rote Herzen und drei blaue. Das reicht vollkommen. Da sind wir voll zufrieden mit. Da brauchen wir jetzt nicht noch mehr. Da müssen wir nicht gierig werden. Die Bombe können wir gebrauchen für blaue Herzen, für blaue Steine. Für was auch immer, für einen Bosskampf. Ja, gibt so viele Dinge, wo wir das einfach gut gebrauchen können. Deswegen nehmen wir einfach mal die eine Bombe mit, weil wir hatten halt keine. Und oft hast du die Situation, dass du gerne eine Bombe hättest und dann hast du keine und ja. Dann kriegt man eine Doppelbombe, ja. Wenn man sich dann eine Bombe kauft, weil man sich denkt, ey, wir haben keine, dann kriegt man im nächsten Raum eine doppelte Bombe. Aber wir kriegen jetzt immer doppelt gedroppt und wir kriegen direkt die nächsten Bomben. Naja, trotzdem, ich bin zufrieden mit dem, wie ich es gespielt habe. Ist auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. So. Ups, was hab ich gemacht? Ich habe gerade auf mein Handy geguckt, weil es geblinkt hat. Und dann habe ich mein Handy aus Versehen auf meine Maus gelegt. Und meine Maus hat dann das Spiel pausiert. Aber die Aufnahme läuft noch. Und die Soundaufnahme läuft auch noch. Dementsprechend habe ich hoffentlich nichts kaputt gemacht. Hallo, könnt ihr mich noch hören? Hallo, hallo? Entschuldigen Sie, ich bin Cornelius. Entschuldigen Sie, können Sie mich hören? So. Ganz schnell die Spinnenviecher kaputt machen, ja. Die anderen sind nicht so schlimm. Die spawnen nur ein paar Bombenschüsse. Aber die Spinnenviecher, die spawnen Spinnen. Ja, und das willst du nicht unbedingt mitnehmen. So, das An können wir mitnehmen. Wir haben kein Trinket, von daher gib ihm. Das An gibt dir eine Chance, wiederbelebt zu werden als Blue Baby. Von daher, ja, jede Chance, die man haben kann, die nimmt man auch gerne mit. Ein Larry und wir bekommen Piercing Shots. Möchte mir das Spiel irgendetwas sagen? Ja, jetzt kann man darüber reden, ne? Ob du den Mushroom da mitnehmen willst, musst, sollst, aber nee. Ich denke, das passt auch so. So, blauer Stein. Da bekommen wir einen Schlüssel. Vielen Dank. Und der Goldraum. Und das können wir mitnehmen, weil das ist ein Spacebar-Item. Und wir kriegen doppelt Hierophant gedroppt und haben damit ausgesorgt. Unser Leben ist perfekt. Und es ist eine XL-Ebene. Ich wollte gerade schon sagen, so von wegen, hä? Ist es wohl eine XL-Ebene? Ich sollte mal nachgucken. Oh, Kane's Eye. Na. PhD. Nice. Und wir haben doppelt Bolts of Steel im Umlauf. What the fuck? Ja. Wir haben Bolts of Steel, Leute. Richtige Bolts, ey. Bolts. Of Steel.
Die doppelte Balls of Steel Pille in der Rotation. Das kann dir nicht jeder bringen. Ja, das siehst du nicht überall. Da musst du schon richtig Eier haben. Wie hat Oliver Kahn gesagt? Eier. Wir brauchen Eier. Und er hatte recht. Er hatte recht. Er ist halt ein schlauer Mann. Ich finde mein Spacebar-Item übrigens gar nicht so schlecht. Ich mag das eigentlich. Also, es ist. Du nimmst es eigentlich nie mit, weil du schon ein besseres hast. Ja, es gibt viele bessere. Aber wenn du halt kein Spacebar-Item hast, so wie ich jetzt gerade in dem Moment, ja, dann ist es eigentlich relativ cool. Und ich sollte es einfach öfters einsetzen. Guck mal, ich kann jetzt einfach hier... Ja, ist jetzt... Vielleicht schon wieder ein bisschen zu spät. Naja, ich setze Spacebar-Items immer zu selten ein, weil ich mir denke, wenn gleich der Boss kommt, dann kann ich das gebrauchen. Und die schweben drüber, so ein Mist. So, wir haben ein XL-Leben, das heißt doppelten Boss. Ja, vielleicht hätte ich dann mein Spacebar-Item nicht einsetzen sollen. Ja, ich gehe es jetzt sogar auch mal aufladen. Ich denke nämlich, wenn wir zum Beispiel Peep bekommen, ja, dann lohnt es sich, wenn wir das aufgeladen haben, das Spacebar-Item. Und dafür lohnt es sich dann auch, hier einfach nochmal einen Umweg zu gehen. Auf dem Weg finden wir Gimpy. Läuft bei uns. Dankeschön, Gimpy. Ja, ja, das... fragt bitte nicht, ja, fragt bitte nicht. Ich dachte, Gimpy hätte was ausgezahlt. Ja, und dann hat er es nicht, aber das sah so aus und... Okay, komm her, mach den Mund auf. Wir haben 11 Schlüssel. 11 fucking Schlüssel. What the fuck? Fucking Schlüssel und keine Bombe. Ich hätte die Bombe kaufen sollen, aber ist egal. Juckt jetzt sowieso keinen mehr. So, ich glaube, wir können getrost zum Boss gehen und dann auch weitergehen tatsächlich, weil ja, wir haben Zacki-Zacki-Raum, Shop und beide Goldräume gefunden und den Geheimraum. Das reicht. Und wir kriegen The Fallen, der auch fliegt übrigens, oder? Ich glaube, Krampus kriegt Damage von Dingern auf dem Boden. Deswegen war es durchaus ein Versuch wert, hier das Ding zu legen, aber es hat leider keinen Effekt auf The Fallen. Okay. Wir kriegen keinen Devil Deal, dafür ein Guppy-Item. Ein sehr gutes Guppy-Item, weil wir 10 Schlüssel haben. Guppy's Tail. Spawnt uns wahrscheinlich jetzt im Laufe des Laufes viele goldene Kisten, die wir dann hoffentlich auch alle aufmachen können. Das bedeutet, dass wir im besten Fall auch mal ein bisschen Geld sammeln. Und mit diesem Geld dann gucken, ob wir vielleicht mal am Scheme-Shop erwerben können. Das wäre die ultimative Combo des Todes. Ja. Mom's Key plus Guppy's Tail ist so wie viel Geld plus Lotto gewinnen. Ich denke, so könnte man das sagen. So, diese Fool-Karte nehmen wir mal mit. Wir denken jetzt mal weiter. Ich bin in den Tiefen 1. So, Fool-Karte nehmen wir mit für den Fall der Fälle, dass wir uns ein Item aus dem Boss-Rush snacken wollen. Sehr nice, Cornelius. Sie denken mit, das gefällt mir. Dankeschön. Kein Problem. Okay. Ach, Leute, ich freue mich schon so richtig krass auf Afterbirth. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber... Es ist nicht mehr lange, Leute. Nicht mehr lange. Noch, 13 Tage, glaube ich. Wow. Nicht mehr ganz 2 Wochen. Wow. Das, ich rechne dann immer so, okay, ich muss noch 6 Mal arbeiten gehen. das hört sich wieder viel an, aber okay. Ja, es ist nur ein Nebenjob, ne, deswegen, es ist so ein Minijob, deswegen ist es nicht so viel, ja, 6 Mal arbeiten gehen. Ich arbeite 8 Stunden die Woche, also nicht viel, ja. Ist halt ein Student-Nebenjob. You know what I mean, ne? Bam. Bam, bam, bam. My ring of fire. My ring of fire. Hier ist Mom's Key. What the actually fuck. Es tut mir so leid, Spendenautomat, aber... Alter, du musst dran glauben. Wir werden noch nicht alles raussprengen. Ich erstmal ein bisschen, weil es wird wahrscheinlich nicht reichen mit meinen 2 Bomben. Weißt du, ich würde vor allen Dingen auch voll gerne... Ja! Das ist Two of Diamonds. Wie krass ist das denn?
Wir können uns... Ich hab's noch nicht mal ausgesprochen. Ich dachte mir nur gerade so. Ja, ich hätte am liebsten hätte ich Two of Diamonds, weil dann könnte ich... Nice. Yeah, guck mal, wie krass Lemmeshape ist. Wie er den einfach komplett down genommen hat. Wie krass ist es denn? Und ein Damage Up. Nice. Und Little Brimstone. Nice. Nehmen wir mit, man. So gut, ey. So gut. Ich hätte gerne noch eine Münze, bevor ich die beiden Karten einsetze. Wenn ich sie jetzt einsetze, komme ich auf 28 Münzen. Was auf jeden Fall... Ja, da müsst ihr halt noch einmal sprengen. Wenn ich noch eine Münze finde, dann komme ich halt auf 32. Dann ja, würde es passen. Dementsprechend, ja, ich bitte Sie, geben Sie mir noch eine Münze. Ja, ist jetzt die Frage, ob ich die Bombe dafür jetzt verbrauchen möchte. Oh, wir haben den Goldraum noch nicht. Hätte ich schon wieder fast vergessen. Oh mein fucking Gott. What the fuck? Woo. Infestation. Zum Glück ist da immer ein Loch und keine Stachel. Infestation 2. Nice. Oh, komm schon. Oh, Gimpy. Danke, Gimpy. Bitte. Danke vielmals, Gimpy. Bitte vielmals. Das hat sich ein bisschen angehört wie Brille Vielmann, aber das habe ich nicht gemeint, Leute. Das wollte ich nicht sagen. Ich brauche eine Brille, ne? What the fuck? Ich kriege sogar... Ja, lieber Gott im Himmel, danke. Lieber Gott im Himmel, danke. Danke für dieses... Danke für diese reiche Gabe. Danke. Ich möchte dir nur danken. Danke, danke. Ja, vielleicht hätte ich den Boss nicht töten sollen, wenn ich mir more Options kaufen will. Vor allen Dingen jetzt zu diesem Zeitpunkt. Egal. Nimm mit das Gerät. Einfach mitnehmen. Nicht lange drüber nachdenken. Einfach mitnehmen. So, vielen Dank. Dann gehen wir weiter. Wir haben die Fool-Karte dabei. Und wir liegen sehr gut in der Zeit, wie es scheint. Okay, und ich sehe meine Herzen wieder nicht. Aber ich glaube, ich habe noch genug. Aber es könnte auch ein gefährlicher Trugschluss sein, ja? Aber ich glaube, ich habe noch genug. Ich habe noch genug, Leute. Ja, es müsste eigentlich reichen. Oh, danke, Gimpy. Bitte, bitte. Danke. Bitte. Danke. Bitte. Danke. Bitte. Oh, for all the lovers and believers and the ones who make me sweet. Ich habe noch mehr als zwei rote Herzen. Das macht mich gerade fast ein bisschen ängstlich. Liegt wahrscheinlich an dem... Oh, Geld. Wir brauchen Geld. Was geht denn, Alter? Ich denke, wir gehen auf jeden Fall nochmal in den Shop gleich. Und wenn wir in dem Shop waren, dann werden wir ein bisschen Geld spenden. Ja, wer so gute Sachen kriegt, der muss auch zurückgeben. Ne? Wer viel Geld hat, der sollte auch was zurückgeben. Weiß ich nicht. Da kann man sich jetzt wieder über die Spendenpolitik von Menschen irgendwie unterhalten. Ja, ich denke, zu erwarten, dass Leute spenden sollten, finde ich dumm. Der reichste Mensch der Welt, wenn er nicht spenden will, dann soll er auch nicht spenden. Und das ist doch überhaupt nicht schlimm. Also ich persönlich finde das in keinster Weise schlimm, wenn das so wäre. Ja, sollte jedem selbst überlassen sein. Und es ist ja auch nicht immer nur Geld im Leben, was zählt. Ja, es ist natürlich ein großer Teil und ich freue mich schon darauf, wenn ich sehr reich bin, weil ich werde irgendwann sehr reich sein. Und dann werde ich auch trotzdem wahrscheinlich, werde ich vielleicht, weiß ich nicht, dann werde ich auch nicht groß anders leben, ja. Keine Ahnung. Vielleicht werde ich dann sparsamer leben, weil ich mir denke, gib es nie wieder her. Aber nee, wie gesagt, reiche Menschen. Ja. Geld ist nicht alles, genau da war ich. Geld ist nicht unbedingt alles im Leben. Dementsprechend, man kann auch anders geben, ja, der Welt und sich und allgemein im Kosmos, wo auch immer man da so diese Schranke setzen will. Man kann der Welt oder dem Jetzt und Hier auch anders zurückzahlen, ja, es ist
Indem man halt einfach vielleicht ein guter Mensch ist. Ja. Das soll auch reichen am Ende des Tages. Meine Güte. Ja. In Deutschland wird immer viel verlangt, glaube ich, so. Dass immer alle perfekt sind, aber meine Güte. Entspannt euch, Leute. Alles easy. It's easy. Easy like Sunday morning. Ich habe meine The Fool-Karte irgendwo verlegt. Kann das sein? So nice, wirklich. Die ganzen Kisten, so nice. Jetzt haben wir Pandoras Box. Ich denke, das nehmen wir mit für ein Devil, für ein Angel-Deal-Item. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ich glaube, hier auf der Ebene würde ich 20 Münzen kriegen. Möchte ich auf gar keinen Fall hier einsetzen. So, The Fool ist in the house, ey. Ich bin sehr gespannt, ob wir einen Devil Deal kriegen. Ich hoffe. Und ich bin sehr gespannt, ob wir uns ein gutes Item klauen können aus dem Boss Rush. Das wäre auf jeden Fall richtig nice. Und dann würde ich sagen, top die Wette gilt. Hallo Mama. Erstmal Mama besiegen, ne? Schön ins Feuer immer. Schön immer ins Feuer. Okay, jetzt könnte mal wieder eine Explosion kommen. Da ist eine. Und ins Feuer. Und ins Feuer. Und ins Feuer. Nice. Wir nehmen das Polaroid mit, logischerweise. Wir haben keinen Devil Deal bekommen. Der Magic. Der Magic Mushroom. Nice. Wie nice ist es denn, Leute? Wie nice ist es denn? Ja, erzählt es mir. Und eine Jera-Rune. What the fuck? What the fuck? Ich glaube, wir nehmen die Jera-Rune mit in die Kathedrale. Ja. Nein, in die Chest. Also auch in die Kathedrale, aber... Oh, ich habe extra gewartet. Da war ich einfach ein bisschen ungeduldig, aber meine Güte. Ich habe extra gewartet und dachte mir, geht bestimmt gleich runter. Weißt du, wie beim Freistoß. Antäuschen, aber es hat leider nicht geholfen. Jetzt müsste ich halt noch fliegen. Ich denke, dann habe ich gewonnen. Wenn ich jetzt noch irgendwann fliegen kriege, ich denke, dann habe ich gewonnen. Weil dann kann ich nicht mal in Stacheln sterben. Ja, von daher. Okay. Ich glaube, da war kein Devil Deal, oder? Ich glaube, ich dachte erst, das wäre die Musik vom Devil Deal, aber ich glaube, es war die nicht. Das war... Nee, das war die nicht. Vielleicht habe ich ihn auch verpasst. Keine Ahnung. Ist nicht so wichtig. Wir kriegen jetzt einen Devil Deal. Wir haben Curse of the Blind. Das ist sehr, sehr gut. Damit wir nicht sehen, was dort im Devil Deal ist. Das, finde ich, hast du sehr gut gemacht, Spiel. Wow, das war ein bisschen knapp. Ja. Und wir kriegen eine Bolt of Steel Pille. Nice. Läuft bei mir. Läuft bei mir. Unser Lovers läuft bei mir. Hallo. Ihr seid aber ein lustiger Haufen. Darf ich mitspielen? Warum gehen die denn alle? Entschuldigung. Petrified Poop brauchen wir an der Stelle, glaube ich, nicht. Bad Gas auch nicht. Aber die Jera-Rune. Und drei rote Kisten. Ich denke, dafür lohnt es sich. Wir kriegen leider kein Guppy-Item. Das ist echt eine traurige Geschichte, aber meine Güte. Was willst du machen, ne? Das Leben. Wenn es dir kein Guppy-Item geben will, dann ist es nun mal so. Vielleicht kriegen wir im Devil Deal noch Guppy-Items. Das wäre auf jeden Fall. Wenn wir jetzt noch Guppy werden, dann Heidewitzka. Heidewitzka. Bam. Wow. Das war ein lustiges Geräusch. Bam. So, hallo Kumpel. Okay. Der war mir ein bisschen zu aggressiv, der Kollege, aber ja. Okay, ich sag einfach mal nichts dazu. Es ist okay. Wo ist der Boss? Ich möchte den Boss sprechen. Sofort. Oh mein Gott. Hör mal auf, die ganze Zeit getroffen zu werden. Das kann ja nicht angehen, ey. Das kann nicht angehen. Okay, wir haben den Boss gefunden. Das kann auf jeden Fall angehen. Hallo, entschuldigen Sie. Und Teratoma, oder wie du heißt. Auf jeden Fall eine Menge an Spinnen. Ja, gut. Gut, dass wir es mitgenommen haben. Oh, Squeezy.
Nice. Ah, Abaddon. Wie krass ist das denn? Wir kriegen einfach Abaddon. Oh mein Gott. Dieser Lauf, der ist einfach schon wieder zu krass. Er ist einfach zu krass. Was soll ich sagen? Ich war erst traurig, weil ich mir dachte, scheiße, ich kann nicht alle rote Herzen weggeben, ja? Und natürlich willst du an der Stelle alle rote Herzen weggeben. Du hast doppelt Bolts of Steel auch in der Rotation. Ja. Ich meine, du brauchst einfach keine roten Herzen mehr. Das macht den Lauf nicht besser. Und vor allen Dingen ein rotes Herz. Das ist halt das Schlechteste der Welt. Aber ich konnte das Item auch nicht liegen lassen, weil ich viel zu... ja, viel zu neugierig dafür bin, ja, und dann ist es halt Abaddon, die perfekte Lösung für mein Problem. Die 100% perfekte Lösung. Genau, hier war ein blauer Stein, den können wir nochmal kurz irgendwie angucken. Ja, habe ich heute schon mal gesehen, aber trotzdem danke. Nice, nice. Das ist ein bisschen Geld, ja, es gefällt mir, dankeschön. Little Brimstone ist so ein bisschen außen vor. Es hat hier und da mal seine Momente. Seine Effekte auch, aber... Seine Momente meine ich natürlich, aber... Dadurch, dass er so weit hinten in der Begleiterliste ist, trifft er meistens nicht. Ja, hier konnte er zum Beispiel glänzen, aber... Wie dem auch sei. Hallo. Und ab zum Boss und gucken, was hier abgeht. Hallo, Mama. Du hast aber ein schönes Herz. Und Damage machen. Und Damage machen. Und Damage machen. Okay. Und Damage machen. Und fertig sein. Bam. Jetzt kriegen wir... Es wäre krass, wenn wir jetzt Godhead kriegen würden. Aus dem... Ne, aus dem Gerät da. Okay. Curse of the Darkness. Celtic Cross, ja, es ist halt, ne? Man kriegt halt auch an... Habt ihr schon mal gesehen, dass jemand in der Kathedrale durch das Item, was ich gerade hatte... Was war das nochmal? Wie heißt es nochmal? Oh, grüß dich. Was machst du denn hier? Und eine graue Kiste. Dankeschön. Ja, danke, ja. Wow, da findest du so ein Ding und dann kriegst du eine graue Kiste. Das ist, ah gut. ich stoppe mich selber, Leute. Ich glaube, ich bin nicht in der Situation, um mich gerade zu beschweren, ja, über ein bisschen Pech. In dieser Situation befinde ich mich gerade nicht. Ja, aber was ich sagen wollte, keine Ahnung. Denkt es euch, ja. Ihr wisst sowieso immer besser alles, deswegen, ihr wisst wahrscheinlich, was ich sagen wollte. Beendet den Satz einfach selber für euch. Das würde mir ein bisschen Arbeit ersparen. Dankeschön. Sie können dann meine Sprechzeiten sehen Sie im Internet. Okay. Das war nicht lustig, oder? Nee. Ich hasse Leute mit Sprechzeiten. Boah. Vor allen Dingen so hochnäsige Sekretärinnen. Boah. Oder Sekretäre. Sekretäre. Gibt es männliche Sekretärinnen? Ist es sexistisch? Ist es böse von mir? Wahrscheinlich, ne? Ja. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ja, also ich würde sagen, der Damage, der ist schon ein bisschen aussagekräftig. Das ist auf jeden Fall eine Demonstration der Macht, der Mächte, der alles. Ne, das ist ganz klar. Wow, guckt euch das einfach an, was hier aus den Kisten rauskommt. Das ist der pure Shit. Ja, weißt du, du brauchst nicht mehr rauchen, da bist du schon high. High on Drax. Das ist einfach der Wahnsinn, ey. Hui. Und wir kriegen die Kisten gedroppt, als gäbe es keinen Morgen. Okay. Ey, Kumpel, ich finde es nicht ganz so nice von dir, wie du mit mir talkst. würde Sergeant Max jetzt wahrscheinlich sagen. An der Stelle... Nein, ich gucke eigentlich... Ich gucke nicht viel Sergeant Max, aber, also eigentlich gar nicht, aber man kriegt ja hin und wieder mal was mit. Ich bin ein begeisterter YouTuber oder YouTube-Gucker auch. Deswegen habe ich natürlich auch schon mal Videos von Sergeant Max gesehen und das ist halt so, ja, wenn du eins gesehen hast, dann
dann weißt du, dass dieser Spruch von Sergeant Max kommt. Das ist nicht böse gemeint, ja? Das hört sich jetzt so, es hört sich halt egal, was ich jetzt sagen würde, es würde sich irgendwie ein bisschen böse anhören, glaube ich. Aber nein, ist überhaupt nicht böse gemeint. Okay. In keinster Weise. Aber das ist halt so, das ist halt so ein Original, ne? Ein Originalzitat. Wenn du sowas von dir vorweisen kannst, ein Originalzitat, dann bist du auf jeden Fall auf einem guten Weg, glaube ich. Würde ich so sagen. Entschuldigen Sie, wir müssen da mal kurz über ihr Codeverhalten sprechen, ne? So, ich glaube, ja, ich habe schon 99 Münzen, also shut the fuck up, you damn fool. Und ab geht die Post und ich muss auf jeden Fall gleich daran denken, dass ich... Ich muss auf jeden Fall gleich daran denken, meine Jera-Rune einzusetzen, also, ja. Denk einfach daran. Jera-Rune, Jera-Rune. Ey, du hast eine Jera-Rune und die Jera-Rune, die möchte echt mal... Püree. Das reimt sich, ein bisschen. Rune auf Püree. Ja. Entschuldigung, ich brauche jemanden, der meine Witze schreibt. Das ist auf jeden Fall. Könnten Sie, Herr Regie, könnten Sie vielleicht... Dankeschön. Das geht nicht klar. Das geht einfach nicht klar. Habt ihr diesen Witz gehört von mir? Der war so schlecht wie... Keine Ahnung. Wie eine Grippe. Okay, lassen wir das. Wo ist mein Spacebar-Item hin? Ich hatte keins. Okay. Das ergibt einiges an Sinn. Ich hatte kein Spacebar-Item. Okay. Die Items, die da jetzt gerade rausgekommen sind. Ja. Ja, wie sage ich das jetzt? Ohne jemandem weh zu tun. Die waren okay. Aber die hätte ich auch nicht unbedingt gebraucht. Ne? Die machen nicht wirklich den Unterschied. Aber ich bin ja ein netter Typ. Ne? Ich nehme jeden auf, der einfach danach fragt. Von daher, danke für die Items. Ich sage einfach mal danke. Auch wenn ich sie überhaupt gar nicht mag. Und ich sage auch danke für das Luck-Up. Bam, badam, badam. Oh, wir haben den Boss gefunden, Leute. Wir haben einfach den Boss gefunden. Wir sind der Boss und wir haben ihn gefunden. Das ist der Wahnsinn. Und wir kriegen das zweite Kapital. Es ist so unfair. Es ist so unfair. Wir haben noch Kapis Head im Umlauf. Das kann in der goldenen Kiste sein. Warum nicht? Auf jeden Fall. Lass es uns suchen. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Wow. Ja, ich sollte vielleicht Little Brimstone einsetzen. Das ist eine gute Idee von mir. Dankeschön. Können wir Kisten droppen? Weißt du? Ist wieder klar. Die ganze Zeit keine Kiste, Mann. Was soll denn das? Meinst du, ich mach das hier aus Spaß? Ich bin süchtig nach den Kisten. Also gib mir den Shit. Boah, ein bisschen aggressiv, mein Freund. Ein bisschen aggressiv. Ein bisschen aggressiv. Oh, warum habe ich so lange für den gebraucht? What the fuck? Wir haben schon wieder Spoonbänder. Alter, warum finde ich jetzt so oft Spoonbänder? Ich liebe dieses Item. Ich liebe Spoonbänder. Es ist das beste Item meines Lebens. Ey. Das beste Item meines Lebens. Da ist ein blauer Stein, den wollte ich noch in die Luft sprengen. Ich wollte gerade sagen, kann ja auch eine goldene Kiste rauskommen. Und dann kommt in dem Moment eine goldene Kiste da raus. So, wir haben zwei Fliegen-Items, nicht Flug-Items. Wir haben zwei Fliegen-Items und zwei fucking Kapi-Items. Ich finde das ein bisschen... Oh mein Gott. Leute, wisst ihr, was das bedeutet? Wisst ihr es? Ups. Ich glaube, ich werde sterben. Ich weiß nicht, ob ich so stark bin, dass ich ohne Probleme Mega-Satan besiegen kann. Wenn ich so weitermache, kann ich Mega-Satan gleich komplett vergessen, ey. Oh, oh, ja. Ah, ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob Mega-Satan eine gute Idee wäre. Ich weiß es wirklich nicht. Es
Ist halt mit dem Herzen gerade schon ein bisschen problematisch. Ja, das macht die Sache viel besser. Vielen Dank. Ja, das macht die Sache noch viel besser. Ich bin froh, wenn ich... Ich bin froh, wenn ich hier nicht sterbe. What the fuck? Yo, ich sterbe! Nee, also... What the f... Ja! Guppies Collar hat mich gerüttelt. Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Was ist gerade passiert? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Okay, Leute. Wir vergessen das mit Mega-Satan. Die Dinger haben sich gewandelt. Wir werden jetzt versuchen, das Blue Baby zu besiegen. Was ist passiert? Wieso bin ich auf einmal so unfassbar abgesackt, ey? Es ging alles so schnell. Ich konnte das gar nicht richtig begreifen. Ups. Oh, wir kriegen Celtic Cross. Es ist hier gerade die Win Condition Nummer 1 wahrscheinlich. Und ich habe noch schlecht über das Item geredet. Ich habe noch schlecht über Celtic Cross gesprochen. Celtic Cross, ich liebe dich. Wirklich, ich liebe dich. Danke, danke. Das war nicht das Polaroid. Wir hatten ein komplettes rotes Herzchen. Das war Celtic Cross und das hat uns am Ende den Sieg gerettet. Ich bin froh, dass ich diesen Lauf nicht weggeschmissen habe. Wow, das war am Ende echt wieder Hottentottenverhalten. Wirklich. Wahnsinn, okay. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn euch gefallen hat, lasst mir gerne eine Bewertung da. Es war ein echt cooler Lauf und wir sehen uns morgen wieder oder in irgendeinem anderen Video. Bis dann, auf Wiedersehen. Tschüss!